Hallo, meine Freunde, damit herzlich willkommen wieder zurück zu Euro Truck Simulator 2 Italia, Italia, zusammen mit meiner Wenigkeit. So. Wir fahren weiter nach, ich weiß gar nicht, wie diese wundervolle Stadt heißt, wo wir hin müssen. Also erstmal müssen wir hier reinbiegen. Wie heißt denn das? Nach Tessure oder irgendwie sowas in der Art. Keine Ahnung. So, war schon wieder auf der Autobahn drauf. Ich frage mich, wo der Vladimir ist. Der Vladimir Agdros. Eigentlich müsste der mich, ich hatte eigentlich gedacht, der sitzt zum Überholen an noch am Werksgelände, aber hat er dann doch nicht getan. Aber vielleicht kommt er noch von hinten angeschossen. Kann ja sein, dass er dieselbe Stadt hat. Er hatte auf jeden Fall einen gleichen Trailer. Sah alles irgendwie sehr gleich aus, nur dass er scheinbar frei und ich extern habe. Aber ne, wir sehen, vielleicht überholt er uns ja noch. Der Vladimir. So, danken brauchen wir erstmal noch nicht. Das sieht alles ja easy aus. Und da schauen wir jetzt noch, wie viele Kilometer sind es? 181 Kilometer. Noch schön der Autobahn hier entlang. Aber ihr wisst ja, extern dauert halt alles etwas. Deswegen Altstationi, was sie da rum damit sagen wollen, 800, ach so, alles klar, Maut. Also schon mal wissen, die Schilder weisen auf Maut hin. So, Via Card, ich will eigentlich nur normal durch, aber das zeigt es eigentlich immer, ich glaube, da müssen wir hier links, oder? Ja. Sehr gut, ich habe eigentlich gedacht, jetzt hier automatisch springt, aber macht sie leider auch nicht. Biegen dann erstmal wieder hier ein. So. In Lazio sind wir raus und es geht nach Tosanga oder irgendwie sowas in der Art. Oder sind wir jetzt schon in den Orten? Wir streifen da dran vorbei. Aber man muss halt wirklich sagen, Italien hat schon. Machst du aus? Hat echt schon eine schöne Landschaft. Das sieht schon schicki aus. Mal den Spiegel wieder an, dass ich was sehe. So, Tempomat neu. Was lauert, ich merke schon, Tempomat hat es jetzt nicht so ganz akzeptiert. Warum nicht? Jetzt ist er drin. Hey. Irgendwie, was ist los? Willst du nicht, Technik? Jetzt ist er drin. Ja, jetzt ist er auch drin. Gut. Keiner hinter mir, keiner vor mir. Ne, ich bin ganz alleine. Oh, Menschenskind. Vielleicht ist. Hat's die im Weihnachtssale momentan? Ich weiß es nicht, Weihnachtssale kommt ja erst, ne? Ich glaube, die haben momentan noch so einen anderen Sale. Müssen sie einfach alles mal, was ETS angeht, wirklich mal alles mal so ein bisschen. Naja, gut, es ist halt erst neu rausgekommen. Es ist halt immer so die Sache, was ist für 10 Euro? Ich denke mal, für 10 Euro sind viele für euch bereit, die es halt noch nicht haben, mal zu sagen, es ist zu teuer. Ich denke mal, für 10 Euro werden dann auch viele von euch da bereit sein. Zu sagen, ja gut, für 10 Euro nehmen wir mit.
Dann wäre das natürlich hier noch ein bisschen cooler. Ansonsten, klar, splitten halt die DLC. Aber ist aber bei jedem Spiel, bei Multiplayer-Spiel so, ne? Call of Duty beispielsweise, um das jetzt mal zu nennen, wo man es mag, hä? Das war ein Vergleich. Spätestens da, wenn das erste DLC rauskommt mit neuen Maps, auf diese Map-Pools dann, die haben erheblich weniger Spieler als das normale Hauptspiel, weil sich halt viele nicht bereit sind, 15 Euro für so ein DLC halt zu bezahlen, ne? Außer halt die Season Pass Käufer, kommt immer darauf an, wie viel das noch sind, logischerweise, aber trotz all dem. So. Da schaukeln wir noch weiter hier. Huch. Wollte ich gar nicht. In die Nacht 65 Kilometer noch. Dann sind wir auch schon da. Da vorne ist sogar mal wieder ein LKW auf unserer Spur sogar. Oder? Ne, ist Gegenspur, der steht, ne? Ja, der steht. Ja, jetzt gehen wir wieder in den Tunnel rein. Was auch eine. Ist auch eine, wie soll man sagen, eine sehr interessante Begrenzung. Sehr massiv. So. Das sehe ich doch hier vorne schon wieder. Da müssen wir einmal runter, dann außen rum und dann wieder rein in die Stadt, wie das aussieht. Weil geradeaus wäre das zu einfach. Es wäre zu einfach, ne? Oder das liegt unten. Ja, das ist die Autobahn und das andere liegt weiter unten. Also unter der Autobahn. Das wäre natürlich dann logisch, warum wir da so fahren müssen. Und mit dem Trailer, na viel Spaß. So, und dann einmal wieder hier zu Fui. Okay, war doch ein bisschen zu schnell. Sorry. Sind auch teilweise auch 90 Grad Kurven hier. So, dann vorne links. So. Und da vorne ist er dann auch schon. Riesenfabrikgelände, wie das aussieht. Ja, das scheint echt so unter der Autobahn zu sein, oder? Ja, ihr holt euch halt noch gegenseitig. Idioten. Randy! Ah, die Eve. Gibt's ja auch noch. Nicht so laut. Ah, shit. Doch. Ah, das ist die Eve, die kennt ihr ja schon. Ich weiß nämlich gerade mal gar nicht, wie kann man hier drinnen sprechen. Hast du Clique gelassen, unterwegs verloren oder was? Wie hat man hier drinnen nochmal gesprochen? Welche Taste war noch? Nochmal quatschen. X. X. Ah ja, immer diese Technik hier. Ein Klick ist arbeiten. Guck mal auf den Kalender, Mädchen. Ach,
würde völlig überbewertet arbeiten, Mann. Ja, kann nicht jeder so ein YouTuber sein, meinst du? Oh, wow, du Assi. Hashtag abgehoben, sagst du? Nur minimal, minimal. Ja, was fahrt ihr hier so schönes rum? Bist du gerade live oder was? Was? Nee, für YouTube aufnehmen. Ja, wir fahren jetzt gerade nach. Wieder vergessen. Parma. Parma? Hört sich aber nicht italienisch an. Kommt der Parma-Käse her? Parma-Schinken her? Nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also. Ansonsten schon alles abgefahren? Nee, noch nicht. Ich hab gestern erst angefangen und mal gucken. Mhm. Das schaffst du schon. Bist ja so eine ETS-Suchti. Na, nicht mehr so extrem, wie es mal gewesen ist. Was sagst du jetzt mittlerweile? Ja, so querbeet halt, so das, was mir gerade gefällt und... Da hat mir Klick was anderes erzählt. Ja, Klicki, komm. Klicki, das ist halt Klicki, weißt du? Ja, der hat mir erzählt, du leidest an einer schweren LS-Sucht. Ich, LS, jetzt. Nee. Absolut nicht. Ja, kommt nur aus Südamerika raus. Das ist ideales Wetter. Also. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Fahrt. Ja, du könntest sogar die Ehre haben, die Folge abzumoderieren, wenn du das hinkriegst. Boah, jetzt so spontan? Nee. Schaffe ich nicht. Alles klar. Gut, Freunde, dann haben wir das hier auch geschafft. Du läufst ja gerade selber mein Livestream. Hm. Immer diese Fremdwerbung. Jetzt so selber schon mal für mich gemacht, also. Ja, da warst du aber beim Let's Play dabei. Könntest du auch mal wieder dabei sein. Kein Ding. Ah, das muss ich mit Klicki verhandeln. Ich bin die Woche auf einer LAN, das wird nichts. Aber vielleicht so nächste Woche, muss mal gucken, wenn der Herr Zeit hat. Genau, sag einfach Bescheid, du wisst ja, wo er mich findet. Ja, ist soweit korrekt. Na dann, viel Spaß noch. Danke dir auch. So, Freunde, das heißt, wir sind für den Part fertig, aber die Eve auch getroffen in dem Sinne. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Wenn ihr mögt, das Däumchen dalasse nicht vergessen. Und ja, bis dann, haut rein, tschüss.